Herzlichen Glückwunsch an mein Dschungelkind mit dem Tiersymbol Hirsch. Super, du hast das Osterhasenkomplott gelöst. Du hast alle Täter entlarvt. Du hast zu jedem Täter das Tatmotiv gefunden und du hast den Tatort inspiziert. Ganz, ganz großes Lob an das Hirschmädchen aus meiner Dschungelklasse. Ganz toll gemacht. Deine Mama hat mir gesagt, du warst gar nicht mehr zu bremsen. Du wolltest den ganzen Tag nur noch damit verbringen, den Osterhasen zu finden. Und tatsächlich hast du ihn als Erste der Dschungelklasse gefunden. Ganz, ganz, ganz viel Applaus. Großartig gemacht. Super toll. Ich bin mega stolz auf dich. Und heute Abend hat mich außerdem die Nachricht erreicht, dass auch mein Schmetterlingsmädchen aus meiner Dschungelklasse den Osterhasen gefunden hat. Also herzlichen Glückwunsch, ganz toll gemacht, Applaus für dich. Du hast alle Täter gefunden, die Tatmotive richtig zugeordnet und den Tatort inspiziert. Ganz tolle Arbeit geleistet, so stelle ich mir Detektivarbeit vor. Weiter so. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Hallo liebe Dschungelkinder, Diagramme. Was sind eigentlich Diagramme? Diagramme sind eine Möglichkeit, viele verschiedene Zahlen abzubilden und sie mit bestimmten Kategorien in Verbindung zu bringen. Es gibt viele Arten von Diagrammen, zum Beispiel Liniendiagramme, Kreisdiagramme, Säulendiagramme, Tortendiagramme und Balkendiagramme. Und das ist nur eine kleine Auswahl von dem, was es eigentlich noch so gibt. Balkendiagramme sind eigentlich die Diagramme, die du in der Grundschule meistens als erstes kennenlernst. Warum ist das so? Naja, zum einen sind sie relativ einfach aufgebaut, das heißt, sie sind leicht kennenzulernen und leicht auch herzustellen. Und zum anderen werden sie von links nach rechts eingetragen. Das macht es uns ein bisschen leichter, weil wir ja auch von links nach rechts schreiben. Es ist eben ganz besonders wichtig, dass wir hier eine einfache Art haben. Aber jetzt genug geredet, jetzt geht's an die Arbeit, denn wir wollen gemeinsam ein eigenes Balkendiagramm erstellen. Jetzt ist erst das Allerwichtigste, dass du die Daten sammelst. Weil was willst du eigentlich in dein Balkendiagramm eintragen? Keine Ahnung. Also musst du Daten sammeln. Und um Daten zu sammeln, müssen wir verschiedene Leute befragen. Wir müssen eine Umfrage machen oder wir müssen schon bestehende Daten nehmen, die wir dann eintragen wollen. Weil wir keine bestehenden Daten haben, müssen wir eben eine Umfrage machen. Und genau das ist ja auch deine Wochenaufgabe für diese Woche, dass du deine Klassenkameraden mal anrufst und nachfragst, hey, pass auf, ich schlage dir mal 4 verschiedene Tiere vor und du sagst mir, welches davon du am liebsten magst. Warum brauchen wir Vorschläge? Wir brauchen unbedingt die Vorschläge, weil wenn ich jetzt sage, sag mir mal dein Lieblingstier, dann sagt der eine Affe, der nächste sagt Löwe, der nächste sagt Hund, dann sagt der nächste Katze, dann sagt der nächste Fische, dann sagt der nächste Giraffe, dann sagt der nächste Nashorn, dann sagt der nächste Krokodil, dann sagt der nächste Schildkröte und so weiter. Das heißt, im allerschlimmsten Fall fragst du 20 Kinder und jedes Kind sagt was anderes. Na, das ist ein ganz schön langweiliges Balkendiagramm. Kann man machen, aber damit wir auch ein bisschen ordentlicher unser Balkendiagramm gestalten können, suche ich mir 4 mögliche Antwortmöglichkeiten aus. Und ich rate dir, dass du dir auch nicht mehr als 4 vornimmst, aus dem eben genannten Grund. Ich sage zum Beispiel, na gut, ich möchte gerne wissen, wie die Klassenkameraden oder die Klasse 2a zum Thema Hund, Katze, Fische und Hamster steht. Diese 4 möglichen Antwortmöglichkeiten. Ist natürlich jetzt sehr begrenzt, aber es geht mir auch jetzt nicht darum, wirklich eine Feldstudie zu machen, sondern mir geht es darum, ein Balkendiagramm zu gestalten. Und du hast es in meinem letzten Video gesehen, wir rufen uns natürlich an. Wir können uns zwar auch besuchen, aber müssen natürlich den Mindestabstand einhalten oder am besten direkt vor der Tür stehen bleiben, ist natürlich klar. Aber wenn du dich anrufst, könnte das beispielsweise so aussehen. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich mache eine Umfrage zum Thema Lieblingstiere und möchte einmal von Ihnen wissen, welches der 4 genannten Lieblingstiere ist denn Ihr Lieblingstier? Hund, Katze, Fische oder Hamster? Also ich würde sagen, der Hamster.
Okay, vielen Dank, das war's schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt machst du das mit allen deinen Klassenkameraden und hast jetzt Daten. Bevor wir allerdings jemanden besuchen oder anrufen, um unsere Daten zu bekommen, brauchen wir erstmal eine gute Möglichkeit, unsere Daten auch einzutragen, ohne dass es direkt ein ganzes Balkendiagramm wird. Also gestalte ich zuerst eine Tabelle. Und wenn wir eine Tabelle gestalten, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir mit Bleistift und Lineal sauber in unser kariertes Heft zeichnen. Damit es ordentlich aussieht, zeige ich dir das nochmal, wie das funktionieren kann. Und dafür benötige ich zunächst mal mein Arbeitsmaterial. Und beim Zeichnen benutzen wir immer ein Lineal und einen spitzen Bleistift. Ich habe jetzt mich hier für ein langes Lineal entschieden, du kannst das aber auch mit einem 17 cm Lineal machen. Als allererstes schreiben wir die Überschrift bzw. unser Datum. Damit beginnen wir immer. Heute ist der 27.04.2020. So, du siehst schon, ich habe hier eine Reihe freigelassen und oben auch neben dem Rand, das ist ganz wichtig, für eine übersichtliche Gestaltung. Natürlich bekommt das Ganze noch eine Überschrift, bei mir dementsprechend Balkendiagramm und die wird selbstverständlich unterstrichen. Und schon beim Unterstreichen möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie ich hier mein Lineal benutze. Denn bei mir ist beim Lineal sind immer vier Finger auf meinem Lineal drauf. Du siehst das hier mit Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinem Finger. Bewege ich das Lineal auf meinem Papier. Das kann ich auch ein bisschen drehen und so weiter. Und achte immer darauf, dass die Kante meines Lineals genau auf einer Linie ist. In dem Fall hier oben setze ich meine Linie jetzt hier drunter, damit du mal siehst, wie ich das hier genau auf die Kästchen lege und dann hier unterstreiche. Natürlich ist jetzt dieser Strich etwas weit unten. Ich wollte dir aber zeigen, wie ich den Strich genau auf einer solchen Kästchenlinie zeichnen kann. Und ich habe auch eine Unterüberschrift, mein Thema. Das sind die Lieblingstiere der Klasse 2a. Und jetzt geht es um das Sammeln meiner Daten. Und für das Sammeln meiner Daten brauche ich eine Tabelle. Meine Tabelle hat zwei Spalten und vier Zeilen, nämlich die vier Zeilen, die auch nachher mit den Tieren benannt werden, Hund, Katze, Fische und Hamster. Und eigentlich gibt es noch eine Überschriftenzeile, also eine Zeile, die oben drüber steht, die mir die Kategorie anzeigt. Und dafür setze ich jetzt einfach mal hier meine Striche. Das soll also jetzt meine Tabelle sein. Wie lange ich diese Striche mache, ist gar nicht unbedingt so wichtig. Ich kann sie jetzt über die ganze Breite der Seite machen, aber ich mache sie erstmal nicht so lang, weil so viel Daten habe ich vielleicht erstmal nicht. Die Überschrift werde ich nachher hier oben drauf setzen, deshalb mache ich hier unten drunter weiter. Also hier würde jetzt nachher Hund stehen. Das ist jetzt meine erste Zeile, die ich gestalte. Natürlich achte ich darauf, dass jetzt hier die Zeilenlinien alle gleich lang sind. Und da muss ich natürlich genau die Kästchen beachten. Ich kann natürlich entweder die Kästchen zählen oder ich gucke einfach, dass ich hier an entsprechender Stelle aufhöre. Also das wäre meine erste Zeile. Hier kommt jetzt dementsprechend die zweite Zeile. Beim Tabellezeichnen oder beim Linienzeichnen achte ich darauf, dass ich nicht zu viel Druck auf das Lineal ausübe, weil sonst kann schnell sowas passieren. Ich bin mitten am Zeichnen und dann verschiebe ich das, wenn ich hier zu viel Druck drauf gebe. Deshalb achte ich darauf, nicht zu viel Druck auszuüben. Hier kommt dementsprechend meine dritte Zeile und ganz am Schluss meine vierte Zeile. So. Jetzt macht es Sinn, bevor ich meine Spalten einzeichne, erstmal aufzuschreiben. Denn sonst mache ich die Spalte vielleicht ein bisschen zu eng oder ein bisschen zu breit. Also schreibe ich zunächst mal. Hier oben meine Überschrift ist natürlich das Tier, um das es geht. Mein erstes Tier ist der Hund. Mein zweites Tier ist die Katze. Und mein drittes Tier sind die Fische. Und mein letztes Tier, mein viertes Tier ist der Hamster. So, und jetzt sehe ich schon, bis wohin ich ungefähr gehen kann, denn jetzt muss ich mein Lineal einmal drehen
Und wenn ich mit meinem Lineal so zeichne, dann setze ich natürlich jetzt nicht mehr die vier Finger auf, da verkrampfe ich mir hier die Hand, sondern da lege ich auch wieder hier. Ich mache das immer mit Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen und dann verschiebe ich mein Lineal auf diese Art und Weise. Und meine Linie, die ich jetzt zeichnen möchte, möchte ich gerne hier zeichnen. Ich achte darauf, dass ich natürlich hier oben die Zeile auch mitnehme, setze hier meine Linie und habe jetzt hier meine erste Spalte. Also in der ersten Spalte steht mein Tier und was muss jetzt in die zweite Spalte? Natürlich die Anzahl der Kinder, die dieses Tier auch als Lieblingstier gewählt haben. Dann schreibe ich jetzt mal hier Anzahl. Das wäre jetzt die Anzahl aller Kinder. Ich kann aber natürlich auch meine Anzahl der Kinder noch aufteilen in Jungen und Mädchen. Und jetzt sehe ich schon, mein Strich ist hier ein bisschen zu kurz geraten. Das macht aber überhaupt nichts, denn das Schöne an unserer Tabelle ist, wir können immer wieder die Tabelle etwas erweitern, unsere Striche etwas verlängern und schon sieht unsere Tabelle etwas größer aus. Das sieht natürlich jetzt nicht mehr ganz so ordentlich aus, dafür entschuldige ich mich auch. Das kriegst du sicherlich etwas ordentlicher hin. So, und jetzt geht es nur noch um die senkrechten Striche. Also das wäre dann meine zweite Spalte. Das hier wäre meine dritte Spalte. Und hier am Schluss habe ich dann meine vierte Spalte. So, das ist meine leere Tabelle. Die sieht doch schon ganz in Ordnung aus. Jetzt muss ich die natürlich noch mit Inhalt füllen. Und für den Inhalt habe ich beispielhaft Zahlen ermittelt. Sagen wir zum Beispiel mal, der Hund wird von 6 Kindern als Lieblingstier genannt. Dann mache ich hier meine Strichliste. 1, 2, 3, 4, Achtung, den 5. Strich immer quer. 5, 6. Meine Katze wird sogar von 8 Kindern genannt. 1, 2, 3, 4, Achtung, 5, 6, 7, 8. Fische findet nur ein Kind cool. Und Hamster, 1, 2, 3, 4 Kinder. So, das teilt sich in Jungen und Mädchen folgendermaßen auf. Bei den Hunden haben 4 Jungen gesagt, sie finden Hunde super und 2 Mädchen. Bei den Katzen haben 3 Jungen gesagt, sie finden sie super und 5 Mädchen. Achtung, 5, der 5. Strich immer quer. Bei den Fischen hat ein Junge gesagt, er findet Fische super, kein Mädchen. Und bei den Hamstern haben 3 Jungen Hamster als Lieblingstier genannt und ein Mädchen. Jetzt kann ich meine Aufstellung wieder überprüfen, indem ich plus rechne, denn 2 Mädchen plus 4 Jungen ergibt 6 Kinder insgesamt. Also die Zahlen hier oder die Striche hier müssen immer auch dieses Ergebnis haben. 2 plus 4 ist 6, das passt. 5 plus 3 ist 8, passt auch. 0 plus 1 ist 1, passt auch, und 1 plus 3 ist 4, passt also auch. Wunderbar, meine Tabelle ist fertig. Jetzt geht es an unser Balkendiagramm. Alle Daten sind da, ich weiß schon Bescheid, und das Allerwichtigste im Balkendiagramm ist die saubere Zeichnung und die Beschriftung. Beschriftung, damit ich überhaupt weiß, welcher Balken gehört eigentlich zu welchem Tier. Und ich muss mir vorher genau überlegen, in welcher Maßeinheit mein Balken sein soll. Und für eine passende Maßeinheit nehmen wir in unserem Fall ein Kästchen. Das bedeutet, ein Kästchen ist gleich ein Kind. Das siehst du gleich nochmal ganz ausführlich, aber warum jetzt eigentlich ein Kästchen? Naja, wir müssen einfach benennen, für welchen Wert ein Kästchen steht. Bei uns steht ein Kästchen für den Wert ein Kind. Wenn wir jetzt aber nicht die Klasse 2a, sondern vielleicht die ganze Schule befragt hätten, dann hätten wir vielleicht 500 Kinder, die wir befragt haben. Und von diesen 500 Kindern würden 321 sagen, ja, der Hund ist eigentlich mein Lieblingstier. Sollst du jetzt wirklich 321 Kästchen in dein Heft zeichnen? Nein, ist Blödsinn. Deshalb müssten wir eine andere Möglichkeit finden. In dem Fall würden wir vielleicht sagen, naja, ein Kästchen sind 20 Kinder. Ich hoffe, du verstehst, dass es bei unseren Kästchen ganz wichtig ist, dass wir uns vorher Gedanken machen.
In unserem Fall machen wir uns das ein bisschen leichter. Ein Kästchen bedeutet ein Kind und jetzt geht's los. So, ich habe gerade noch mal schnell meinen Bleistift gespitzt, damit das Diagramm auch ordentlich aussieht. Und für mein Balkendiagramm brauche ich als allererstes meine Tiere, die ich einzeichne. Das heißt, ich mache das ganz emotionslos. Hier vorne erstmal alles abschreiben. Jetzt brauche ich für diese vier Tiere, also meine vier Balken, eine Startlinie. Das ist ganz wichtig, weil beim Hund, wenn ich jetzt beim Hund anfange, hier an diesem Strich mein Balkendiagramm zu zeichnen, aber beim Hamster fange ich hier an, dann kann ich die Balken nachher nicht ordentlich miteinander vergleichen. Und deshalb brauche ich immer bei meinem Balkendiagramm eine Startlinie. Und meine Startlinie setze ich jetzt einfach mal hier hin. So, das ist meine Startlinie, ab der soll jedes Balkendiagramm oder jeder Balken starten. Und weil es mir ein bisschen zu einfach ist, jetzt einfach nur Balken zu machen für hier die Anzahl der ganzen Kinder, möchte ich für jedes einzelne Tier zwei Balken zeichnen, nämlich einmal einen Balken für Jungen und einen für Mädchen. Und weil auch die Jungen hier vorne stehen, beginne ich mit den Jungen. Ich schaue mir das hier an. Vier Jungen sagen, der Hund ist das Lieblingstier. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, ich muss erstmal definieren, also klären, wie viele Kästchen, welcher Anzahl entsprechen. Und das mache ich hier einfach, indem ich hier ein Kästchen ausmale. So, ein Kästchen ist gleich ein Junge. Und ein nicht ausgemaltes Kästchen ist gleich ein Mädchen. So, habe ich das definiert? Also Jungen kriegen ausgemalte Kästchen und Mädchen kriegen leere Kästchen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich dir jetzt. Denn jetzt geht es ans Zeichnen. Ich brauche natürlich vier Kästchen für den Hund und den Balken für die Jungen. Den Balken schließe ich hier hinten. Ich muss das mal gerade hier rüberrutschen wegen der Kamera. So, den Balken schließe ich hier hinten. So, das ist schon mein erster Balken, aber es ist natürlich ein Balken für die Jungen, deshalb muss ich ihn dementsprechend ausmalen. Die Mädchen haben gesagt, zwei Mädels gesagt, der Hund ist ihr Lieblingstier. Das mache ich mir jetzt ein bisschen einfacher. Ich nutze einfach den halben Balken von dem hier oben und setze den so, mache den zu. Achtung, jetzt male ich den natürlich nicht aus, denn nicht ausgemaltes Kästchen bedeutet Mädchen, zwei Mädchen, vier Jungen. Eigentlich ganz einfach. So mache ich das jetzt mit dem ganzen Diagramm weiter. Bei der Katze habe ich drei Jungen, die das als Lieblingstier angegeben haben und fünf Mädchen. Für die Jungen den Balken male ich natürlich aus, bei den Mädchen lasse ich ihn unausgemalt. Jetzt kommen die Fische und da sehen wir, das ist nur ein Junge. Hier ist es ganz besonders wichtig, dass ich das trotzdem gründlich zeichne und nicht denke, es ist ja nur ein Kästchen, kann ich ohne Lineal machen. Ganz wichtig, bei der Null ist gar nichts da, nichts und niemand ist doch klar. Deshalb bei den Fischen dementsprechend gar nichts hinmalen. Hamster, drei Jungs und ein Mädel, das war's. So, ein ziemlich kleines, überschaubares Balkendiagramm. So, jetzt haben wir also unser Balkendiagramm fertig gezeichnet und ich finde wirklich, es kann sich sehen lassen. Man kann natürlich jetzt noch mit Farben gestalten, dass man die Balken auch gut voneinander unterscheiden kann. Und jetzt geht es darum, dass wir mal dieses Balkendiagramm auch etwas analysieren. Denn wir können jetzt zum Beispiel hingehen und uns fragen, naja, was ist denn nun das meistgewählte Tier in unserer Klasse? Was ist das Tier, was von diesen vier Sachen eigentlich am wenigsten das Lieblingstier ist? Wie viele Kinder haben insgesamt eigentlich mitgemacht? Und gibt es eigentlich auch irgendein Tier, zu dem gar keine Antwort gegeben wurde? All solche Fragen kannst du an dein Diagramm stellen und hoffentlich auch beantworten. Wenn du es richtig und gut gezeichnet hast, kannst du diese Fragen beantworten. Eine mögliche Frage könnte auch sein, gibt es ein Tier, was gleich viele Kinder gern haben oder als Lieblingstier genannt haben. Schreib mir in die Kommentare, was du aus meinem Diagramm erlesen kannst. Denn nicht nur Diagramme gestalten, sondern auch Diagramme analysieren oder lesen
muss geübt sein und das kannst du gerne mal zu Hause auch mit anderen Diagrammen machen. Wenn du die Tageszeitung aufschlägst, wirst du wahrscheinlich immer irgendwo Diagramme finden. Versuch doch mal herauszufinden, wie kann man die eigentlich lesen. Und dann fragst du einfach mal Mama oder Papa, du, wie kann man jetzt so ein Diagramm lesen, damit du ein bisschen besser verstehst, wie solche Diagramme funktionieren. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich hoffe, du machst dich jetzt mit spitzem Bleistift und Lineal an die Arbeit und versuchst, dein Diagramm zu gestalten. Denkt daran, vorher musst du die Daten sammeln. Ruft euch an, telefoniert miteinander, besucht euch mit den 2 Metern Sicherheitsabstand, fragt euch durchs Fenster oder über den Balkon oder durch die Tür. Sammle die Daten und trag sie zusammen und gestalte dann ein wunderschönes Balkendiagramm. Ich freue mich auf deine Ergebnisse und wünsche dir einen wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße, dein Herr Smart.